Wir starten heute mit der zweiten Folge von Mission Peru. Let's go! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Robert Marc Lehmann, Meeresbiologe. Freunde, wir sind hier mitten im Dschungel. Diesmal Mission Erde direkt aus Peru. Ich bin schon verschwitzt, total zerstochen, aber so ist das eben im Amazonas. Das ist das gleiche Intro wie auch in Folge 1, kann das sein? Das ist genau das gleiche, glaube ich. Ja. Wir sind hier auf einer ganz speziellen Mission. Und zwar auf meiner Mission, Mission Erde. Das hier ist die Fläche, die ich mit meinem Buch, den Streams... Nee, ist doch ein anderes Intro, sorry. Ja. ...Podcast und so weiter geschützt habe. Das heißt, da, wo ihr Anteil dran habt, wo ihr dazugehört, wo ihr mir helft, diesen Regenwald zu schützen. Und in den folgenden Videos werde ich euch einfach mal unser Mission Erde-Stück genau vorstellen und en detail zeigen, was hier so abgeht. In Sachen Tiere, Pflanzen, Bäume. Also was wirklich hier durch uns geschützt wird. Leute, los geht's mit dem Video. Ich hab Bock auf Dschungel-Action. Rein da! Ja, rein da jetzt auch mal. Mission Peru. Ah, das ist das Intro der Serie. Okay, das kommt bei jeder Folge. Auf Panflöte! Hallo, good morning. Was mich mal interessieren würde tatsächlich, werden wir wahrscheinlich nicht rauskriegen, außer Robert sagt es mal selbst in einem Stream oder so. Und zwar, wie viel von diesen Aufnahmen, die wir die ganze Zeit in den Folgen wahrscheinlich sehen und sehen werden, sind von diesem Trip. Ich meine, Robert ist seit vielen Jahren immer wieder unterwegs, hat sicherlich auch ein gutes Stock-Footage aufgebaut an verschiedensten Aufnahmen, Tieraufnahmen, Dschungelszenen, sonst was. Übrigens sehr gutes Standbild gewählt von mir. Würde mich wirklich mal interessieren, ob diese ganzen Aufnahmen, die in diesen Folgen drin sind, alle wirklich aus diesem einen Trip sind. Oder ob da vielleicht ein paar schon ein bisschen älter sind und trotzdem dafür noch mit eingebaut wurden. Ja. Und damit meine ich, ein neuer Tag, ein neues Video. Und der Tag hat noch gar nicht angefangen. Es ist 4.40 Uhr. Heute werden wir uns begeben auf einen Canopy Tree Tower, also einen großen Aussichtsturm, eine Aussichtsplattform im Dschungel, der über den Baumkronen ist. Da mal drüber zu stehen und mal oben drauf zu gucken, ist bestimmt geil. Das bedeutet frühes Aufstehen. Wir müssen natürlich mit dem Boot hinfahren, aber der Bootsfahrer ist nicht da. Kai, kannst du den kurz anrufen? Der wird schon jeden Moment auftauchen. So, da kommt unser Boot. Hä, kann er den einfach anrufen? Kann er den, hat er da einfach empfangen und ruft den an oder wie? Einer schreibt gerade, bestimmt alle von diesem, er schummelt nicht. Hat doch nichts mit Schummeln zu tun, wenn er jetzt zum Beispiel für so ein Intro einfach so ein paar Tierszenen noch mit drin hat, die vielleicht aus dem letzten Peru-Besuch sind, ist doch kein Schummeln. Oder war es als Joke gemeint mit dem Anrufen? Würde mich wirklich mal interessieren, haben die da Netz? Also als wir in Peru waren, ich war 6, 7 Tage lang komplett Offline-Modus. Ich hab's nicht einmal angemacht. Ich hab's gar nicht erst probiert. Boah, sieht das geil aus, alter Schwede, ey. Ah, schöne Night Mission hier. Ja, scheiß Situation. Absoluter Nebel. Man sieht wirklich gar nichts. Und dann taucht auf einmal vor einem riesen Felsen auf. Das kann schon mal scheiße ausgehen, war ein bisschen knapp jetzt. Wir sind kurz reingecrashed. Ja, muss halt auch mal langsam fahren, nicht immer so rasen. Und müssen jetzt rückwärts aus der Stromstelle hier wieder raus, super flach. Das ist auf dem Amazonas mit solchen Booten in der Nacht richtig gefährlich. Also das ist kein kleiner Spaß, muss ein bisschen ruhig bleiben. Und der Nebel ist so, dass man wirklich die Hand vor Augen nicht sieht und keine 3 Meter guckt. Ja gut, wenn du auch volle Bude reinleuchtest mit einer großen Taschenlampe, dann siehst du halt echt nur eine weiße Front, ne? So, gerade angekommen. Es ist ja kein Hafen oder irgendwas, man landet einfach an der Flussseite an. Wir sind ein bisschen spät dran, deswegen müssen wir uns jetzt sputen, weil man sieht im Hintergrund auch schon den Sonnenaufgang hochkommen und den wollen wir natürlich einfangen. Aber bei Nebel muss man langsam fahren. So, Freunde, los geht's. Ich sehe jetzt gerade, ist das hier 21 zu 9? Hier sind doch schwarze Balken dran. War das die ganze Zeit schon so? Ja, ist das so gedreht oder ist das nachträglich so gemacht? Fragen über Fragen. Das ist doch 21 zu 9. Das ist doch Kinoformat hier, oder nicht?
Da sind wir. Am Canopy Tower, der ist ein bisschen marode, aber da steht ja noch. Hoch da. Los geht's. Zeig mal hier, das ist. Der ist aus Metall, ne? Jetzt aber dabei. Mega geil. Oha, oha, habt ihr das gesehen? Mega geil. Auf die Details achten. Schaut mal, hier liegen Bretter. Hier gucken überall Nägel raus. Und genau an dieser Stelle hier sind 4 fette, rostige Nägel. Achtung. Ah, chillig. Erstmal ein Dryback drauflegen. Ah, ich glaube, es war knapp daneben. Ich glaube, er hat sich getroffen. Über den Wipfeln, alter Schwede. Mich würde auch noch eine Sache interessieren, vielleicht wisst ihr es oder nicht, aber Robert hat einen roten Dryback und einen roten Rucksack. Ist es wirklich mit Absicht gewählt, dass man den halt nicht so leicht verliert? Oder gab es den nur in Rot? Wie wollen wir das hören? Das macht einen sprachlos. Das eigentlich ein bisschen zu spät. Haben. Wow, einfach nur... Zum Beispiel die Aufnahme gerade. Ich muss das kurz analysieren. Weil ich das für meine. Ich glaube, die Aufnahme, die jetzt kommt, das ist doch eine andere. So viel Nebel ist doch da gerade gar nicht. Vielleicht ist die aus von einem anderen Tag oder so. Als Videofilme mache. Ah, nee, krass. Aber auch mit der Drohne wahrscheinlich fotografiert. Ah, nice. Nice, nice, nice. Ach, krass, krass. Jetzt sieht man den Turm mal. Ach, heftig. Okay. Interessant. Das hält ja. Chillig. So, ich dachte, der ist irgendwie massiver. Das ist ja wirklich so ein Pommes, der da in der Landschaft steht. Alter. Würde mich mal interessieren, wie hoch der ist. Ach, guck mal, jetzt sieht man das hier nochmal. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Baugerüst. Voll geil, Alter. Hier oben drauf pennen, ey. Alter, warum hier? Schön Lager aufbauen. Auch mal Hängematte spannen hier. Mega. Ey, das ist schon geil, ne? Das ist schon richtig geil. Aber wie haben die das da hingebracht? Wie haben die denn diesen Turm da mitten im Dschungel gebaut? Helikopter? Oder alles per Boot? Ich sitze hier mit Kai Andersch von Wilderness International, meinem persönlichen Waldmeister, wie ich immer sage. Und Kai und ich, ja, ist ja so. Wir sitzen jetzt hier über den Baumwipfeln eines unfassbar tollen Regenwalds in Peru. Und zwar nicht irgendeines Regenwalds, sondern einen Regenwald, den der Kai geschützt hat, zu großen Teilen oder noch schützen wird und wo ich auch einen Anteil dran habe. Ich kriege super viele Fragen jeden Tag. Wie kann man diesen Regenwald einfach so kaufen und besitzen? Naja, prinzipiell ist es so, wenn du genug Kohle hast und Spanisch sprichst, was ich nicht tue, habe ich zum Glück, da haben wir bei Wilderness Leute, die das enorm gut können, kann natürlich jeder so einen Wald kaufen, aber Sinn macht das wenig, weil den Wald, den man hier kauft, der ist ja Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Jahre alt, evolutionär betrachtet. Und die einzelnen Bäume da drin sind ja 4, 5, 6, 700 Jahre alt. Das heißt, es wäre vollkommen idiotisch und vermessen, wenn ich die kaufen würde oder du, Robert. Ja. Und deswegen haben wir ja Wilderness, eine Stiftung oder ein Geflecht von 3 Schwesterstiftungen, eine deutsche, eine peruanische und eine kanadische. Und wir kaufen diese Grundstücke gemeinsam und stellen damit diesen ganz, ganz langfristigen Schutz sicher. Wenn wir diesen Wald hier nicht schützen, und das ist das total Krasse, wo wir wirklich den Kopf drumherum kriegen müssen, dann ist der in 15, 20 Jahren einfach mal weg. Wie stellst du jetzt sicher, dass dieser Regenwald unangetastet bleibt, dass hier keiner reingeht und wildert oder die Bäume weghackt? Ganz, ganz wichtiges Thema hier in Südamerika. Erstens, das Landrecht in Peru ist richtig cool. Das ist vor 14 Jahren komplett reformiert worden. Es gibt 4 verschiedene Stufen von Landtiteln. Wir kaufen nur die höchste, das Titled Land. Bei jedem Verkauf kommen Vermessungsingenieure der Regierung, vermessen die gesamten Eckpunkte mit Geokoordinaten, tragen die neuen Vermessungen ins Grundbuch ein. Das ist Punkt 1 und noch viel wichtiger. Ist unser Wildnishüterinnenprogramm, unser Forest Guardian Program nennen wir das, wo Leute, die wir fest einstellen über unser Projekt, das gemeinsame,
diese Waldflächen, die wir kaufen, ganz regelmäßig täglich kontrollieren, die Grenzen alle paar Tage ablaufen, die ganzen lokalen Communities kennen, jeden, der hier irgendwie unterwegs ist, schon seit Jahren in aller Regel kennen, gute Beziehungen pflegen und natürlich auch die lokalen Leute mit einbinden ins Projekt. Das ist ganz, ganz wichtig für die Langfristigkeit. Ja. Warum zum Teufel machst du das? Krass, krass, ey, mal geil zu hören. Deswegen, ich habe jetzt mal nicht unterbrochen, weil ich es sehr spannend fand. Was ich mir jetzt noch gewünscht hätte tatsächlich, damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, irgendwie mal eine Karteneinblendung, wo ist das, wie groß ist das, von was für einer Fläche sprechen wir, die da geschützt ist oder die noch geschützt werden soll, wie groß ist überhaupt das ganze Gebiet, wo ist, also, dass man sich das alles mal ein bisschen besser vorstellen kann. Das wäre geil, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob die das auf ihrer Website vielleicht haben, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, weil selbst wenn die jetzt sagen, keine Ahnung, 75 Hektar oder 750 Hektar oder 7500 Hektar, keine Ahnung, kann man sich teilweise schwer vorstellen. Kann man auf der Website nachschauen? Okay. Ja. Gut, wir haben es heute Morgen gesehen, warum wir das machen. Aus reiner Ehrfurcht und Liebe vor diesen dicken, fetten Bäumen, vor diesen Erlebnissen, die man immer wieder hat. Und im Kern muss ich ehrlich sagen, ich mache es genau deswegen, wie heute früh, ja, weil Menschen wie ihr mitkommen und ich erleben kann, wie ihr zum ersten Mal diese Wälder, dieses Ökosystem erleben dürft. Also das ist für mich das Größte. Ja. Bin ich mal kurz sprachlos, weil es war einfach, wenn man sich das überlegt, was wir heute Morgen hier gesehen haben, ich wünschte mir so sehr, dass die Menschen durch unsere Augen sehen könnten. Dann würde sich vermutlich vieles ändern. Weil es ist einfach eine verdammt schöne Welt und es ist wert, dass wir darum kämpfen. Ich sag das immer und immer wieder. Es ist einfach, man spürt das, wenn man hier rausguckt. Man fühlt das, man sieht das mit dem Herzen. Das ist unbeschreiblich, wirklich. Und das Schöne ist, wir können es schützen. Ja. Es ist noch nicht vorbei. Wir glotzen jetzt noch ein bisschen raus und hoffen, dass noch ein Papagei vorbeifliegt. Oder eine Baumvogelspinne hier hochkriegt. Da kannst du lange warten, glaube ich. Und finden bestimmt noch einen anderen Ort, wo wir euch noch 3-4 Aspekte zeigen, wie das hier funktioniert. Garantiert. Alles. Jetzt ist Abmarsch. Schön vorsichtig beim Runtergehen. Genau gucken, wo man hintritt und auf gar keinen Fall dahin treten. Das könnte. Also, ich glaube, da könnte man den ein oder anderen Euro doch nochmal in eine Plattform investieren hier. Zum Nachbessern, oder? Alter, wenn du da reintrittst? Doof ausgehen. Safety first. Also das ist schon ein bisschen krass. Ja, das ist... Ein bisschen ist gut. Wenn man da so kurz mal was filmen will und... Och, nee, was... Nö. So, wir sehen uns unten, Freunde. Ein bisschen scary, ja. Ein bisschen. Das ist nichts für Menschen mit Höhenangst. Ja, das glaube ich. So 50 Meter... in den Dschungelkronen rumzuklettern auf so einem wackeligen Turm. Die Höhe muss man sich einfach wegdenken. Dann bleibt nur noch eine alte morsche Treppe im Dschungel, die sehr unsicher ist. Na, dann geht's ja. Dann ist ja alles gut. So, Freunde, wir sind jetzt gerade auf der Fläche, die Wilderness International hier in Peru schützt. Was ist denn das hier eigentlich für ein Dschungelhemd, was Robert da anhat hier schon wieder? Im amazonischen Regenwald. Und wo natürlich auch Mission Erde einen großen Anteil dran hat. Warum überhaupt Regenwald? Die Wälder sind unsere wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel. Mhm. Nirgendwo ist mehr CO2 in der Biomasse eingespeichert. Das sind die artenreichsten Ökosysteme unserer Welt. Die sind für die ganzen Regenkreisläufe verantwortlich. Da wird ganz viel Regenwasser verdunstet, da regnet sich wieder ab. Tut ganz viele Regionen in der Nähe von großen Waldgebieten natürlich mit Regen versorgen. Und nicht zuletzt, wenn wir ehrlich sind, Robert, und hier drinnen rumlaufen und diese hunderten Tier- und Pflanzenarten der letzten Tage sehen dürfen, oh ja, ist das natürlich alles mehr als cool. Das stimmt. Es muss einfach erhalten werden. Deswegen ist es extrem wichtig. Ich sitze jetzt zu Hause, ich möchte gerne Regenwald schützen, weil ich das hier gesehen habe, weil ich die Tiere toll finde, weil ich dieses Ökosystem irgendwie cool finde. Ich drücke. Oh nee, ein Affe, ich dreh durch. Geil, oder? Affen, wenn ich so ein kleines Äffchen sehe, bin ich glücklich irgendwie. Da bin ich für einen kurzen Moment, bin ich mal voll glücklich so. Bin ich voll da. Klingt so, als wäre ich sonst immer voll unglücklich. Aber nee, wisst ihr, was ich meine. Bei Wilderness International, gebe euch 1 Euro. Herrlich. Und dann
Dann kommen die Spender bei uns an und wir nutzen die Spende, um damit ganz, ganz langfristig diesen Wald zu schützen. Ein super einfacher Prozess. Du bekommst von uns eine Urkunde mit den ganz konkreten Geokoordinaten, welches Stück Wald du geschützt hast. Du bist Teil der Wilderness International Community, genauso wie Robert, sein Team, seine Aktion, sein Buch. Wir gehören alle zusammen und durch diese riesige Community können wir die Wälder für alle Zeiten retten. Und das ist doch cool. Hier darf keiner mehr rein mit einer Kettensäge, hier darf nicht mehr gejagt werden, Schlingfallen aufgestellt werden. Das ist auf die nächsten 100 oder sogar 1000 Jahre einfach off-topic. Das ist quasi unser Regenwald. Guck mal, wo wir heute Nacht angekommen sind. Durch dieses Gebiet. Überall Stromschnellen, flache Sandbänke, Felsen, Aufschüttung. Nachts bei absoluter Nullsicht auch mal kurz gegen den Felsen gedoddelt. Das kann ganz schnell tödlich werden. Rollende Bäume, du wirst irgendwo drunter gespült, nachts ohne Schwimmweste, ohne Rettungsweste. Das kann dumm ausgehen. Und die Boote sind wirklich besonders instabil. Aber, wie immer, haben wir überlebt. Oh, die Hose ist schon kaputt. Was ist das überhaupt für eine Hose? Ist das so eine richtige Outdoor-Hose? Weil die ist so eine... Okay. So, was hat's jetzt mit denen auf sich? Die leben da? Ja, das ist aus der letzten Folge, glaube ich, gewesen, ne? Ist denn hier alles noch mit auf dem Boot? Ich will eine Teamvorstellung. Ganz viele Menschen überall. Eine Krähe. Geil. Und wer sich fragt, warum es wichtig ist, bestehende Regenwälder zu schützen, das ist einer der Gründe. Pachaco Colorado, so ein riesen Urwaldriese. Da sieht man schon, oh ja, der ist locker über 40 Meter hoch. Der steht hier seit ein paar hundert Jahren. Die Baumkrone ist über 50 Meter im Wasser. Da leben ja tausende Insektenarten drauf. Hunderte Pflanzenarten, die als Aufsitzerpflanzen da drauf sitzen. Alle möglichen Vögel. 100 Pflanzenarten auf einem Baum? Von den Samen ernähren sich einige Tiere. Die werden rein von Fledermäusen bestäubt. Also das ist wirklich dieser ganze Kreislauf, der sich rund um so einen einzelnen Urwaldriesen dreht. Das ist so geil. Dieser Urwald, in dem ich jetzt hier gerade hocke, der ist tausende Jahre alt, wenn nicht sogar hunderttausende Jahre. Dieses Ökosystem hat sich über wirklich so, so viele Jahre entwickelt und zu so einem engen Zusammenspiel verknotet, dass das eigentlich nicht nur schade wäre, das Ökosystem zu verlieren, sondern dramatisch. Für nur 1 Euro kriege ich hier 1 Quadratmeter. Und guckt mal hinter mich, das ist ja nicht 1 Quadratmeter Fläche und da steht ein kleines Pflänzchen, was rauspiekt, sondern das ist 1 Quadratmeter und der geht halt nochmal 50 in die Höhe. Ihr werdet hier Baumriesen sehen, Urwaldriesen, die haben Stammdurchmesser von 14 Metern, die gehen 50, 60 Meter hoch. Da leben Millionen von Tieren und das dann auf 1 Quadratmeter. Es ist ein riesen Kohlenstoffspeicher, aktuell pro Quadratmeter 60 Kilo CO2. Sind gebunden im Stamm der Pflanzen, im Boden und so weiter. Und jedes Jahr kommen etwa 1-2% dazu. Blattaufbau, Stammaufbau, Wurzelwerk, Eintrag in den Boden durch Destruenten, also Tiere und Pflanzen und Pilze und so weiter, die das alles klein machen und im Boden speichern. Es ist wirklich einer der biodiversesten... Oh, was ist das denn? Eichhörnchen. Dschungel der Erde. Also heißt, hier gibt es eine wahnsinnige Artenvielfalt. Und man darf auch nicht vergessen, hier sind auch noch Arten unentdeckt. Hier gibt es vielleicht Heilpflanzen, die in der Zukunft wichtig werden. Das wäre ein wahnsinniger Verlust, wenn das ungeschützt einfach Brandrodung, Baumfällung und Rinderfarmen zum Opfer fällt. Das wäre echt beschissen. Völlig krass, ey. Wie so ein Elefant irgendwie. Mit
Was ist denn das hier fotografiert? Sieht aber komisch aus. Das ist doch keine Autohose, oder? Ist das schon wieder eine andere? Hä, das ist doch so eine Street-Cargo-Hose. So eine Dinger habe ich auch, aber nicht für draußen. Oder? Mit so einem Bündchen da nach unten dran? Oha! Ja, kenne ich. Hatten wir auch. Jetzt hocken wir hier auf so einem 500 Jahre alten Baum. Der 500 Jahre lang im Regenwald stand. Was das für ein mächtiges Monster ist, was alles überragt und so vielen Tieren Lebensraum spendet. Und eben stand ich noch an einem Baumriesen, hab den gespürt und gefühlt und die Tiere gesehen, die da drauf rumlaufen und nach oben geguckt, 50 Meter in die Luft. Wenn man einmal im Dschungel war und sich das angeschaut hat und mal so einen 700 Jahre alten Baum gesehen hat und dann jetzt hier sitzt auf einem, der gefällt ist, dann weiß man gar nicht, was man sagen soll. Um mich rum, wenn ich gerade hier sitze, fackeln 5000 Feuer im Amazonas vor sich hin. Tausende Kettensägen, wie man es hinter mir hört, fällen die letzten Bäume. Und so verlieren wir jedes Jahr bis zu 3% unserer Regenwaldflächen auf der Erde. Das ist massiv und die Zeit drängt. Die Kettensägen und das illegale Logging, die ganzen Menschen, die hier das alles abholzen, die fressen sich wie so ein Krebsgeschwür in den Regenwald. Das müssen wir aufhalten, indem wir die letzten bestehenden Regenwälder kaufen. Schützen. Hä, ich verstehe es aber. Vielleicht wird das gleich noch aufgeklärt. Aber er ist doch jetzt gerade bei Wilderness International. In einem riesigen Gebiet. Wo ist er denn jetzt hier? Was ist denn das dann? Das verstehe ich nicht. Täglich patrouillieren. Nur so geht's. Das ist doch jetzt kein Gebiet von Wilderness International, wo jetzt irgendwie über Nacht wer kam und alles abgeholzt hat. Ich glaube, es ist ganz gut rausgekommen, dass das... Hä, das verstehe ich gerade nicht so ganz. Das Nachbargebiet, dass sie direkt an der Grenze sind. Ein wirklich toller Ort hier ist, den Wilderness. Das kann nicht sein. Mir, Mission Erde, hier in Peru. Boah, die sind da extra hingefahren oder so. Es ist eben einfach ein total geiler Ort, der voller Tiere ist, der noch sehr, sehr ursprünglich ist. Und ihr seht aber auch, wie fragil, also vergänglich dieser Ort ist. Mit einem Feuer ist schon so viel ausgelöscht. Das Schöne an der Geschichte... Aber sind wir in Peru auch durchgelaufen. Werdet ihr sehen auch bei mir. Und ist jetzt schwer zu... Ich kenne mich zu wenig aus. Aber wir haben auch mit den Einheimischen darüber gesprochen. Also die haben halt dort auch teilweise gerodet, bestimmte Bereiche, weil die halt aus dem Holz dann einfach ihre Hütten gebaut haben, in denen die halt dann einfach leben. So, ne? Ich glaube, ich kenne mich jetzt zu wenig aus, habe auch keine Ahnung, also nicht falsch verstehen, was ich jetzt gleich sage. Aber ich glaube, man muss nochmal unterscheiden zwischen, ey, da ist jetzt eine Riesenfirma, die anfängt, das einfach alles abzuholzen, vielleicht auch illegal und sonst was, um das nach draußen zu verkaufen oder wie auch immer. Oder ob vielleicht auch eine... Keine Ahnung, Familie wächst, dann hast du irgendwann, der Sohn, der dann eine Frau hat, der größer geworden ist und jetzt sein eigenes Haus irgendwo haben will und dann einen Teil abholzt und dann mit dem Holz dort halt irgendwie sein Haus baut und sich da irgendwie einen Garten anpflanzt und so weiter, ist, glaube ich, schwer zu sagen, beziehungsweise muss man es ein bisschen unterscheiden, weil die Stellen, die ich gesehen habe tatsächlich in Peru, das waren nicht viele auf der ganzen Tour, ich glaube, es war nur eine. Ne, ich glaube, es waren zwei. Zwei, die wieder schon nachgewachsen waren. Eine, die quasi frisch gefällt war. Frisch, in Anführungsstrichen, aber die so aussah jetzt wie bei Robert. Und da haben wir auch gesprochen. Und das war quasi ein Bruder, Cousin, wie auch immer, von jemand anderem, der das halt quasi das Land dort auch gekauft hat. Also dem gehört das auch. Ne? Hat das dann einen Teil davon halt gerodet, um sich dann mit dem Holz ein Haus dort zu bauen, auf dem er dann lebt, ja. Ist schwierig. Das ist wie mit dem Thema, wenn du Fischfang hast und dann hast du halt einmal große Fisch-Trawler oder wie sie heißen, die dann natürlich für
großindustriemäßig alles wegfangen. Oder wenn du Einheimische hast, die halt auch für die Einheimischen vor Ort Fisch fangen. Ja, schwierig, schwieriges Thema, aber ich weiß natürlich, worauf ich hinaus will. Geschichte, wenn man hier vor Ort alles gesehen hat, das Schöne, das Fragile ist aber auch, dass wir als Community zusammen diesen Ort ganz... Ganz kurz nochmal, ihr werdet es ja bei mir in den Videos dann sehen, was ich damit meine mit diesen Flächen. Da erkennt man das auch nochmal. Und wir sind da auch über die Flächen jeweils mit der Drohne geflogen, glaube ich. Ja, ja. Easy schützen können, mit einer Spende an Wildernis, dass wir hier Regenwald kaufen können, ist es einfach getan. Weil dann können wir riesige Flächen hier in Peru kaufen, beziehungsweise die Stiftung erwerben. Dann darf keiner mehr rein, keine Wilderei, keine Bäume absägen. Und der Regenwald ist auf immer geschützt. Und das ist eigentlich... das Einfachste im Kampf um den Klimawandel, diese geilen Regenwälder zu erhalten. Ich hoffe, es hat euch genauso... Jetzt schreibt jemand, Fritz, glaubst du nicht, dass Robert die ganzen Themen selbst auch auf der Kette hat? Das kann doch sein, dass er das auf der Kette hat, darum geht es doch auch gar nicht. Sondern es waren einfach nur Gedankengänge, die ich zu diesem Thema hatte, weil ich selbst so ähnliche Flächen auch in Peru gesehen habe und mit Einheimischen vor Ort, die dort leben, ja, und überleben, im Dschungel leben, mir Sachen dazu erzählt haben und deswegen habe ich das mit euch geteilt. Das hat doch jetzt nichts damit zu tun, was Robert in seinen Gedanken sonst wo hat. Darum geht es doch gerade gar nicht. Gut gefallen hier auf meiner Peru-Reise wie mir, denn ich liebe es einfach. Ihr werdet sehen in den Videos, was ich damit meine. Aber im Herzen auch irgendwie ein Jungle Boy. Wenn euch der Kanal gefällt, Jungle Boy. Daumen nach oben, Kanal abonnieren, schön ordentlich kommentieren, stellt mir alle Fragen, die ihr habt. Dann gehen wir im nächsten Video vielleicht auch mal ein bisschen darauf ein. Und an dieser Stelle vielen Dank für euren Support. Es ist anstrengend, wir sind fertig, das Video ist zu Ende. Robert Marc Lehmann, Meeresbiologe, Ende. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eine Sache muss ich noch anmerken, die mir ja überhaupt nicht gefällt. Wo ist der Schweiß? Robert Marc Lehmann sieht wieder aus wie ein Model. Ist dieses T-Shirt hier gerade frisch aus der Verpackung geholt? Da drunter ist noch ein schwarzes T-Shirt. Ich sehe keinen Schweißfleck, nichts auf der Stirn, keine schmantige Kappe. Ich sehe nicht einen Fleck irgendwo. War Robert Marc Lehmann jemals im Dschungel oder ist das alles im Greenscreen gedreht? Ich muss noch mal kurz analysieren. Er hockt hier. Naja, am Knie ist ein bisschen was. Das ist doch alles viel zu sauber hier. Was ist denn da los? Die Mütze auch. Wo ist der Schweißrand? Strengt, wir sind fertig. Das Video ist zu Ende. Robert Marc Lehmann, Meeresbiologe, Ende. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr schön, Freunde. Ey, Daumen nach oben. Geiles Video, geile Serie. Könnte ich mir den ganzen Tag reinziehen. Einfach geile Qualität, die einfach brutalst ist.